Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen wieder zu einem wunderbaren Live-Webinar. Es wird wunderbar, ich weiß, es wird wunderbar. Ich bin ganz sicher, denn ich habe heute einen wunderbaren Gast, Lumira Weidner. Ich grüße dich. Ja, hallo Thomas, grüß dich. Freue mich sehr, dass wir miteinander uns unterhalten über ein Thema, das jeden Menschen interessiert. Lebensenergie schützen und stärken. Ja. Und ich glaube, ich muss dich gar nicht mehr vorstellen. Viele kennen dich, aber ich tue es trotzdem. Du bist eine Kinesiologin, Schamanin, spirituelle Lehrerin, Autorin. Eigentlich aus Kasachstan kommst du und bist seit 1990 hier in Deutschland. Mhm. Und du bringst eben ein Wissen aus einer Kultur mit von Menschen, die viel mehr mit ihrer Spiritualität noch verbunden sind, als wir es sind, ist so mein Gefühl. Würdest du das auch sagen? Ist in Russland sozusagen die Verbindung zur Spiritualität viel stärker nach wie vor? Vielleicht, ja. Also es ist auch so, dass viele Menschen haben keine spirituelle jetzt große Verbindungen, aber es gibt viele, die sehr stark sind, also viele starke Heiler, und vielleicht liegt das an der Kultur, vielleicht liegt das auch sogar an der Sprache, weil russische Sprache ist schon was Besonderes. Wenn wir diese Laute sprechen, so wie wir es sprechen, dann schalten sich im Gehirn bestimmte Verbindungen. Das hat sogar Rudolf Steiner gesagt, und deswegen gibt es in Waldorfschulen auch Russisch, weil er hat gemeint, wenn man Russisch lernt, wird man auch irgendwie weiter, geistig weiter. Und womöglich liegt daran, oder ist es auch die Kraftplätze, die dort in sehr, sehr viele Dichte zu finden ist. Interessant, ja. Es ist einfach eine andere Energie, andere Menschen. Ja. Indien ist auch Sanskrit, diese heilige Sprache. Mhm. Das sagt man ja auch, wenn man einen Mantra singt, dann verbindet man sich sofort mit einer Spiritualität. Ja. Schön. Ja, heute geht es um die Lebensenergie, meine Damen und Herren. Und Sie dürfen und können selbstverständlich Fragen stellen. Nutzen Sie die Chance. Nutzen Sie die Chance, denn wir unterhalten uns heute über, wie gesagt, ein Thema, das alle interessiert. Ja. Lebensenergie haben wir alle in uns. Man kennt Aura, man kennt das Qi. Vielleicht mal so grundsätzlich eine Frage, was ist diese Lebensenergie? Wie können wir die besser verstehen, die uns umgibt oder die in uns ist auch? Lebensenergie ist unser reines Wesen. Das ist unser Ursprung. Es ist unser Geburtsrecht, ja, welche wir hier mitbringen in diese Reinkarnation. Und jeder hat es, diese Lebensenergie, nur wenn wir bestimmte Lebensmuster in unserem Leben leben oder durch Gedanken, durch Verhalten, können wir diese Lebensenergie verhindern oder vermindern in uns und fühlen uns nicht sehr gut. Also Lebensenergie, klein gesagt, das ist unsere eigene Substanz, das ist, worauf wir gewebt sind. Das ist, das gleichzeitig sich in das ganze Universum webt. Ja? Also das ist alles, und das ist auch das eine, was ich bin. Also unser eigentliches Ich, ja, unsere Seele, die natürlich am liebsten frei und lebendig im Körper sein will. Ja. Und trotzdem gibt es diese Blockaden. Und trotzdem gibt es Menschen, die sind krank, weil sie zu wenig Energie haben. Ja. Und dann werfen sie sich das auch noch selber vor. Ja? Was sind es für Gründe, die verhindern, dass wir nicht in unserer Energie sind? Es sind sehr viele Gründe auf viele verschiedene Ebenen. Wir müssen bedenken, dass wir multidimensionale Wesen sind. Wir haben nicht nur Körper und nicht nur Gedanken, sondern wir haben viel, viel mehr Struktur in uns. Und wie ich schon vorher gesagt, wir sind eingewoben in die Einheit. Nur, es ist so, wenn wir uns durch unsere bestimmte Programmierungen aus dieser Einheit zurückbringen, wenn wir selbst aus dieser Einheit zurückkehren in einen geschlossenen Raum, welchen wir selbst erschaffen, fließt die Energie nicht durch uns. Das wäre dann eine Ursache. Andere Ursache, wir haben nicht gelernt, die Lebensenergie wahrzunehmen, sie zu speichern und sie zu vermehren. Sowas wird nicht in der Schule gelernt. So ist es. Schade. Ja. Genau. Also ich wünsche mir solche Schulen in der Zukunft, dass
dass genau so einen Unterricht vielleicht gibt. Ja, jeden Mittwoch, jeden Donnerstag Lebensenergie. Ja, ja, 2 Stunden absolut mindestens in der Woche. Bis dahin ist das halt hier Ihre Schule, meine Damen und Herren. Und genau. Ich lerne auch dazu. Dazu passt vielleicht auch eine Frage. Wir haben schon viele Fragen vorher bekommen von Hans-Peter. Mhm. Ich glaube, eines der Schlüssel, um wieder in seine Energie zu kommen, ist es ja wieder auch in die eigene Stille zu kommen. Mhm. Ja? Und Hans-Peter will wissen, wie werde ich innerlich ruhiger? Wie bekomme ich wieder mehr Energie? Was kann ich tun? Um Energie zu bekommen und ruhiger zu werden, müssen wir uns wieder in den Körper zurückbringen mit dem Geist, weil wir versuchen, immer Dinge im Außen zu suchen, zu finden und zu generieren, aber das Leben findet hier in uns statt, in unserem Körper. Und damit wir mehr Ruhe bekommen, sollen wir einfach unsere Körper wahrnehmen. Und viele Menschen können damit nicht sehr viel anfangen, weil, okay, ich nehme meinen Körper jetzt wahr, diese eine Sekunde, und dann denke ich schon an irgendwas. Und dann bin ich schon nicht mehr im Körper. Mhm. Ich sage, Lebensenergie im Körper oder Ruhe im Körper kann man am besten spüren, wenn man die Aufmerksamkeit zu Füßen gibt. Ich sage immer, spüre deine Socken. Mhm, schön, das mache ich jetzt auch gerade. Bin ja auch voll im Kopf, voller Fragen. Ja, ja, ja. Genau, okay. Und ich lade wirklich alle Zuschauer ein, jetzt diese wunderbare Meditation zu machen. Für mich ist das die heiligste Meditation, die je gegeben ist. Die heißt, spüre deine Socken. Und dafür vielleicht versuchst du auch, deine Augen nicht zu machen. Mhm. Ja, einfach wach sein, alles weiterzumachen, arbeiten, Telefonat führen, Gespräche schreiben und trotzdem Socken spüren. Das heißt, in diesem Moment, was machen wir? Ein Teil von unserer Aufmerksamkeit bleibt immer in ist uns weiter hier vorhanden. Verstehe. Ja. Und andere Teil deiner Aufmerksamkeit führt diese Dinge, dann macht irgendwas. Und dadurch erschaffst du dir einen heiligen Raum in dir. Das heißt, durch die Aufmerksamkeit im Körper spürst du, wie geht es dir, wenn ich jetzt dieses Gespräch führe? Wie geht es dir, wenn ich jetzt sonst irgendwelche Aufgaben mache? Wenn ich meine Socken nicht spüre, bin ich viel zu schnell überfordert. Ja? Ich kann auch manipuliert werden, wenn ich nicht wahrnehme, dass ich im Körper bin. Weil nur unser Körper gibt uns Hinweise, ist diese Sache gut oder nicht gut. Mhm. Das wissen wir zum Beispiel, jemand gibt dir irgendein wunderbares Vertrag und dann sagt er, komm Thomas, mach das mit mir. Du spürst deine Socken nicht. Das heißt, in diesem Moment arbeitet nur dein Kopf, arbeitet Ego, welche dir sagt, ob das ist gut, das bringt. Aber in diesem Moment vielleicht spürst du in deinem Bauch so ein bisschen so ein unwohles Gefühl. Aber dein Kopf ist dann mächtig, Ego ist mächtig und du sagst, gut, ich unterschreibe, wir machen diese Sache. Und dann später ist die Sache nicht sehr gut. Ja? Und du sagst dir, ich habe es doch gewusst. Ja? Und warum können wir das nicht behalten, also unsere Wahrnehmung und darauf vertrauen? Weil wir nicht im Körper sind und nicht angeschlossen sind dadurch. Wir sind dann nicht im heiligen Raum, und wenn wir nicht im heiligen Raum sind, sind wir nicht geschützt von allen diesen Informationsfeldern, welche versuchen uns natürlich abzulenken. Ja. Ja. Also spüre deine Socken, Thomas, alles und klar. Das ganzen Tag. Und Sie auch gerne. Ja. Ich lade Sie an, spüren Sie Ihre Socken, meine Damen und Herren. Oder spürt die Socken, wir haben gesagt, wir duzen euch. Entschuldigung, ich habe es ganz vergessen. Weil wir sind unter uns, und du hast selber gesagt, das vermindert den Unterschied zwischen... Ja, es hat auch damit zu tun, dass unsere inneren Kinder hören nicht auf sie. Weil wenn ich jetzt eine Übung mache, Meditation mache und sage, entspannen Sie sich, machen Sie das, dann hört das Bewusstsein. Aber alle inneren Kinder schlafen schon längst und sagen nee, das ist nicht für mich. Ja, wenn wir klein sind, werden wir geduzt. Ja? Kinder werden immer geduzt, und das bleibt drin. Alles, was geduzt ist, hat so direkte Zugang auch zum Herzraum. Das Herz hört mit dir. Genau. Ich habe auch einen Eindruck. Ja, du hast von einem eigenen Kraftort gesprochen, und da haben wir eine weitere Frage von Engelchen. Interessanter Vorname. Wie kann man einen eigenen Kraftort erstellen? Ja, da haben wir schon angefangen damit, im Körper zu sein. Das ist wichtige und erste Schritt, erstmal
einfach sich wahrnehmen, Sorgen spüren. Spüre nochmal hinein. Wenn du die Aufmerksamkeit zu Füßen lenkst, spürst du, dass dein Kopf auch freier wird. Du spürst, das sind nicht so viele Gedanken. Mhm. Hier beginnen wir mit unserem heiligen Raum zu erschaffen, weil in diesem Moment, wo die Aufmerksamkeit zu Füßen geht, werden wir geerdet. Ja? Wir verbinden uns mit der Erde. Und ganz wichtig ist, wenn die Erde da ist, also unter unseren Füßen, wir spüren es, dann gehen erst die Fußchakren auf. Und das ist ein sehr wichtiger Prozess für jeden Mensch. Also muss immer schauen, dass die Fußchakren offen sind, weil alle Toxine, alle Gifte fließen von oben nach unten durch die Füße in die Erde hinein. Und hier spreche ich nicht nur von Toxinen, wenn wir etwas Schlechtes gegessen haben. Ja? Das sind natürlich auch Stoffe, die uns nicht gut tun. Toxine sind auch geistige, das sind energetische Toxine, das sind die Energiefelder. Auch die fließen durch uns. Und wenn wir nicht bewusst in unserem Körper sind und das alles nicht wahrnehmen können, wir das nicht nach unten lenken. So, und dann als nächstes, wenn ich geerdet bin, Füße spüre, also Socken anhabe, dann gehe ich in meinen Herzraum. Also das heißt, ich spüre einfach in Mitte meiner Brust und ich sage mir innerlich, ich bin in Liebe. Und dann kann ich mir vorstellen, so ein kleines Licht in meinem Herz und mir vorstellen, wie dieses Licht sich erweitert, wird größer und wirklich mich wie so ein Kokon, ja, umhüllt und schützt. Und dann kann ich sagen, das ist mein heiliger Raum. Dieser Raum gehört nur mir und ich erlaube nur die reine Liebe, meinen Raum zu betreten. Fertig. Ja? Und mein Wort ist Gesetz. Und so bleibt es. Man dann in diesem Raum drin und man merkt, dass wirklich alles sehr harmonisch abläuft im ganzen Alltag. Ja? Also im Tag, im Leben. Es ist alles harmonisch. In diesem Moment, wo du dann wieder im Kopf gehst, in deinen ganzen Gedanken gehst, in Hektik gehst, hast du deinen heiligen Raum schon verlassen, weil du bist dann nicht in dir. Du stehst schon neben dir und dein heiliger Raum kann jemand besetzen. Jemand, sage ich, das sind einfach energetische Verwirbelungen. Und dann kommst du wieder rein nach Hause in deinen Körper und du bist verwirbelt. Ja? Und das ist etwas, was du zum Beispiel auch alles wahrnehmen kannst. Konntest du das immer schon wahrnehmen? Wie war so dein Entwicklungsweg? Ist man da auch manchmal überfordert mit diesen vielen Wahrnehmungen? Ja, war ich auch viel überfordert, auch als Kind, weil ich ja auch schon als Kind hellsichtig war und ich wollte immer anders sein, als ich war. Ich wollte immer so wie alle normal, sein, ja, ja, normal. Und ja, also mir fehlte natürlich diese so richtige Schulung, wie ich damit umgehe. Aber ich habe das mit der Jahre gelernt und es ist schon praktisch, wenn man nicht nur physische Körper sieht, sondern auch energetische Körper. Mhm. Es ist auch für mich praktisch. Ich kann meine Aura in den Spiegel anschauen und ja, wahrnehmen, okay, das, was ich jetzt gerade gegessen habe, das war nicht richtig. Oder das, was ich jetzt mit diesem Gespräch, also habe ich so richtig meine Aura so klein gemacht. Ja? Ja. Und in diesem Moment kann ich dann korrigieren. Sehr interessant, ja. Und das kann eigentlich vermutlich jeder Mensch ein bisschen lernen. Ja, ja, wir sind alle medial und wir alle besitzen diese Fähigkeiten. Nur als Kinder sind wir alle aurasichtig, Energie sehen wir, nehmen wir wahr. Und dann verlieren wir das, ja, weil von außen wird uns gesagt, ja, du musst ja dich bilden, du musst die Schule absolvieren und was alles wichtig ist, aber die Wahrnehmung ist nicht so wichtig. Mhm. Ja? Und dann verlernen wir es. Aber in dem Moment, wo du beginnst, jeden Tag deine Aufmerksamkeit, deine Füße zu lenken, deine Socken zu spüren, wirst du viel medialer, weil dadurch wirst du erstmal spüren durch deinen Körper.
Und dann wirst du irgendwann mal auch sehen, das ist der Weg. Schön. Mhm. Also Socken spüren ist für mich neu, ja, und es gefällt mir. Ich merke, das erdet noch mehr. Mhm. Es entspannt sich auch etwas. Ich hatte immer so, ja, ins Herz gehen, das ist ja Teil Schritt 2, wo du sagtest, mhm, was wichtig ist. Sehr schön. Ja. Ja. Ja, noch eine direkte Frage zu diesem Selbstschutz. Wie oft muss ich mich täglich schützen, fragt mhm jemand. Also wie oft muss man duschen und Zähne putzen? Ja, 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 ja. Energie, das ist nicht was Stetiges, das ist wie auch unser Körper, ja, braucht immer Pflege, braucht immer Zuwendung. Und so gesehen sollen wir jeden Tag und am besten mehrmals am Tag einfach nach innen schauen, spüren, wie geht es mir, wie fühlt es sich an, und dann korrigieren, wenn es nicht gut ist. Ich sage mal so, diese heilige Raum erschaffen, das macht man am besten gleich in der Früh, bevor man überhaupt irgendwo in die Welt hineingeht. Viele stehen schon mit Hektik auf und dann wundern sie sich, warum der ganze Tag, ganze Leben nur Hektik ist. Bevor du aufstehst, nehme dir ein paar Minuten Zeit, stelle dein Wecker wirklich 2 Minuten vor, und in diesem Moment, wo Wecker klingelt, dann bleibst du liegen, du sagst dir, heute ist ein wunderschöner Tag, ich spüre meinen Körper, ich begrüße meinen Körper hier, ich fühle, wie die Energie durch mich fließt, ich spüre meine Füße, ich erde mich jetzt bewusst, und dann kannst du sagen, alles, was ich heute angehe, führt mich zu Erfolg, und meine Energie ist immer in mir, ich bin 100% geschützt, ich selbst schütze mich durch meine Fokussierung, und somit so positive so Einstimmung kann man in den Tag gehen, dann ist der Tag viel, viel schöner, ja, wenn du das schon vorher programmierst. Und dann vielleicht Mittag, wenn du zu viel mit Menschen zu tun hast, ja, wenn du so einen Job hast, wo du Menschen auch anfassen musst, da musst du schauen, dass du auch dich auch Mittag reinigst. Das heißt, spüre deine Füße und stell dir vor, dass von oben eine goldene Dusche fließt, und diese Dusche fließt durch deinen ganzen Körper, durch die Aura, und das Ganze, was nicht zu dir gehört, fließt einfach durch die Erde durch und in die Erde transformiert es, und dann geht es dir wieder gut. Wichtig ist auch, Wasser zu trinken, mhm, auch für energetischen Schutz. Machen wir jetzt mal. Prost. Genau, Prost, weil Cheers. Wir aus Wasser bestehen. Und noch interessant ist, wenn du ein Krümelchen Steinsalz nimmst auf der Zunge, das bringt wieder deine Säfte zum Erwachen, du kriegst mehr Energie, weil unser Saft ist ja Wasser mit Mineralen, mit Stoffen, mit Elemente, und das finden wir zum Beispiel in Steinsalz, hat 84 Elemente. Ja, und das gibt dir dann Energie, geistige Wachheit, und da kannst du deinen Körper wieder durch deine bewusste, fokussierte Wahrnehmung schützen. Schön. Mhm. Vielen Dank. Normalerweise hätte ich jetzt mitgeschrieben, aber ich bin ja hier mit dir im Studio, das geht ja nicht. Aber ich kann es mir danach nochmal auf YouTube genau anschauen und auf der Lid Lounge. Wir mhm werden das Video natürlich nochmal veröffentlichen und posten auf allen möglichen Kanälen. Und ein Cliffhanger für den Schluss. Um ungefähr 10 Minuten vor Schluss machen wir eine Meditation. Ja. Und zwar Aufbau zum Energieschutz. Genau. Da freue ich mich auch schon drauf, da mache ich auch mit. Also das schon mal für Sie, für euch. Stellt uns weiter Fragen. Wir versuchen möglichst viele Fragen zu beantworten. Carmen hat eine Frage, die jetzt zu dem gepasst hat, wo du gesagt hast, wenn ich mit vielen Menschen zu tun habe, wie kann ich mich zwischendurch reinigen? Bei Carmen ist es doch ein bisschen komplizierter. Sie sagt, ich arbeite mit kranken Menschen. Mhm. Wie bleibe ich in meiner Energie? Wie kann ich mich von negativen Gefühlen abschirmen, mhm, vor negativen Gefühlen? Ja. Das ist eine sehr wichtige Frage, und das nutzt jetzt wahrscheinlich viele Zuschauer. Also, die Methode ist folgendes. Wenn wir etwas sehen im Außen, was uns nicht gefällt, und natürlich kranke Menschen, das gefällt uns nicht, wenn wir sie anschauen, tut uns richtig weh. Wenn wir wirklich unsere Körper wahrnehmen, spüren wir sogar den Schmerz, wie die Menschen das auch spüren. Ja? Und das greift unsere Zellen an. Das speichert sich auch in unser Zellgedächtnis. Aber wir sind Schöpfer. Wir haben immer die Wahl, was wir anschauen. Und die Methode ist, schau dir diese Menschen an, die sind krank. Aber jeder Mensch hat in sich göttliches Kern, göttliches Funkeln. Also schau genau dahin und versuche auf
das zu schauen, was immer gesund, was immer heil in jedem Mensch bleibt. Ja? Das bedeutet, du guckst durch diese Krankheit durch, ja, als ob es nicht gibt. Und du kannst dir dabei diese Person dir vorstellen, schön, jung, gesund, fröhlich, in Liebe vielleicht tanzen, und du spürst, wie dein Körper sich mit Energie erfüllt. Du fühlst in diesem Moment, es geht dir gut. Und diese Energie erschaffst du in deinem heiligen Raum. Und dein Herz sendet dann diese Energie weiter. Und das heißt Energieübertragung. Aber die Energieübertragung können wir nur geben, wenn wir es selbst besitzen. Ja? Das heißt, wenn ich mir diesen Mensch gesund, jung, fröhlich, in Liebe vorstelle, fühlt sich mein Herz in Liebe an, mir geht es gut, und weil es mir gut geht, fließt die Energie auch dahin und gibt Impulse. Also ist es nicht so, dass wir dadurch jetzt Geistheilung praktizieren für jemanden. Wir praktizieren es für uns, weil wenn es uns geht, gut geht, erschaffen wir auch die heile Welt, und alle anderen Menschen werden dadurch ja angestoßen an diese Energie, und so geht es. Schön. Ja. Ja, das ist eben alles miteinander verbunden. Wir sind miteinander verbunden. Wenn alle Menschen das tun würden, boah, das wäre Himmel auf Erden. Aber mag sein, dass es immer mehr dazu kommt. Dazu auch nochmal so eine aktuelle Frage von mir, bevor wir weiter auf eure Fragen gehen. Du sprichst auch davon, dass wir jetzt schon in einer gewissen Wendezeit leben. Dass es leichter geworden ist, seinen spirituellen Weg zu gehen. Würdest du auch sagen, wir müssen uns deswegen vielleicht auch nicht mehr so viel Sorgen machen, dass so viel dunkle Energien uns gefährden? Nein. Sorgen sollen wir uns überhaupt keine machen, da hast du recht, weil wenn ich mir Sorge mache, dann erschaffe ich ja das, was ich nicht haben möchte. Gerade in heutiger Zeit ist es wichtig, und wir sollen unbedingt das beachten, dass unsere Gedanken jetzt durch diese neue Energie sehr schnell manifest sind. Heute hast du gedacht, morgen hast du die Suppe. Ja? Und die Zutaten bestimmen ja deine Gedanken. Und willst du oder willst du nicht, musst du morgen diese Suppe auslöffeln. Ja? Das bedeutet, wenn du Aufmerksamkeit auf das gibst, was du haben möchtest, erschaffst du dir genau die Welt, wo du sicher bist. Das bedeutet bei allen Dingen, egal um was es geht, ja, vielleicht gehst du auf die Straße und du siehst Haufen Müll. Und du bist dann wirklich in so einem Gefühl drin, es geht dir nicht gut, du schaust das an und beginnst vielleicht innerlich zu schimpfen. Ja? Dann vermehrst du den Müll letztlich. In drei Tagen bekommst du Herpes, ja, und du wirst nicht daran denken, dass vielleicht diese Ärger diese Herpes ausgelöst hat oder was anderes. Ja? Aber wenn du zum Beispiel diese Müll siehst, kannst du dich fragen, was hätte ich gerne an dieser Stelle? Und hier kannst du schöpferisch erschaffen. Du stellst dir vor, wie hier an dieser Stelle einfach alles schön ist. Was du machen kannst, du kannst natürlich diese Müll auch aufheben und in den Container bringen. Das mache ich auch regelmäßig, wenn ich sowas sehe. Aber wenn zum Beispiel das nicht zu schaffen ist, dann nutze ich diese Gedanken. Ich stelle mir vor, dass an dieser Stelle alles schön, blühende Rosen oder irgend sowas. Das erfüllt mein Herz mit Liebe. Okay. Diese Liebe fließt in das Universum hinein, und wie von Magie wirklich geschieht etwas in der Welt, und nächsten Tag gehst du dahin wieder und alles wieder in Ordnung. Wer hat das erschaffen? Ja, diese Schwingungen haben das erschaffen, ja, weil du dich darauf konzentriert hast. Schön. Ja, du erinnerst daran, das finde ich wunderbar. Mhm. Wir haben alle das Licht, das Gute, das Schöpferische in uns. Wunderbar. Jetzt zu euren Fragen. Viele wollten noch mal genauer wissen, dieses Steinsalz. Wo kommt das her und was hat das für eine Wirkung? Wo kann man das auch kaufen vielleicht sogar? Das kann man in jedem
Bioladen kaufen, Reformhaus kaufen. Wichtig ist, dass dieses Steinsalz nicht gereinigt ist, sondern wirklich als Ganze ist. Also, ich empfehle deutsche, österreichische, vielleicht auch italienische Steinsalz. Es muss kein Himalaya-Salz sein. Weil genau, Hunsa-Salz war ja eine Weile in wir Mode. Haben, wir sitzen auf diesem Steinsalz, ja, hier in Bayern, natürlich hier ein bisschen näher in die Gebirge, und da sind so viele Salzminen, von dort kommt es. Nun muss man schauen, dass es nicht Speisesalz ist, das sehr billig zu verkaufen ist in jedem Geschäft, sondern dass es reines Steinsalz ist. Also ursprünglich nicht chemisch verändert, einfach gemahlen. Und warum hat Salz auch diese Eigenschaften zu mahlen? Das bindet auch die Energien, die uns nicht gut tun, und kann sie transformieren. Zum Beispiel in Russland wird bei uns Salz zur Reinigung von der Räume benutzt. Meine Oma hat das immer gemacht. Sie hat so ein Schälchen einfach Salz aufgestellt in der Wohnung, und das stand dann einige Zeit, und dann wurde dieses Salz einfach weggeschmissen, weil das kann man nicht mehr verwenden, weil Salz zieht auf sich diese negative Strukturen, Gedankenstrukturen, die uns nicht gut tun, und reinigt dadurch den Raum, aber reinigt auch den Körper. Ja? Faszinierend, ja. Ja, ich war mal krank und hatte so ein kleines Kristall immer bei mir, und irgendwann war der schwarz. Der hat irgendwie Energien, und dann wusste ich, okay, jetzt muss ich ihn wegtun. Man kann es nicht erklären, wahrscheinlich wissenschaftlich sowieso nicht, aber es wirkt. Ja, das ist die Mutter Erde, die für uns sorgt. Ja. Und Steinsalz kommt ja aus der Erde, und das ist ja, ihre Gabe für uns. Ja, Gisela hat eine aktuelle Frage zu aktuellen Geschehnissen. Wir sind heute in einer Zeit umgeben von Elektromagnetismus und Wellen und Strahlen und Technik. Gisela fragt, wie kann ich mich vor den vielen Wellenstrahlen der Handys schützen? Ich kann schon gar nicht mehr richtig schlafen, sagt sie. Ja, es gibt wirklich sehr viele so feinfühlige, feinstoffliche Menschen, die spüren es viel, viel mehr als die anderen. Die anderen können mit Handy unter dem Kissen schlafen und scheinbar werden sie nicht gestört. Genau, scheinbar. Ne? Scheinbar. Es ist wirklich scheinbar. Es hat immer eine Wirkung. Und, aber es gibt eine Botschaft. Unser Geist ist sehr stark. Wir sind geistige Wesen. Das heißt, so wie wir erwarten und denken, geschieht. Wenn ich jetzt jeden Tag mit einem Gedanken einschlafe, dass ich unter verschiedene Energiefelder hier bestrahlt werde, dann wird es auch geschehen, weil das ist meine Manifestation, Erwartung, und Universum gibt uns genau das, was wir verlangen. Wenn ich aber sage, gut, es gibt diese Energiefelder und die kann ich jetzt nicht alle ausschalten, dann erschaffe ich in mir heiligen Raum. Und ich bitte meine Seele, ich bitte mein höheres Selbst, mich zu beschützen, mein Energiefeld zu bewahren. Durch diese Bitte gehen wir wieder in unsere Kraft. Wir erfahren, dass wir Schöpfer sind. Trotzdem empfehle ich wirklich wenigstens für Nacht WLAN ausschalten. Handys ausschalten, alle möglichen Geräte ausschalten. Bei uns zu Hause, wir haben so einen Netzfreischalter, alles geht aus. Wir haben keinen Strom im ganzen Haus, und das ist schön. Mhm. Das ist wirklich sehr erholsam, ich spüre es. Aber wenn ich im Hotel bin, mache ich mir keine Gedanken. Ich sage, ich bin immer geschützt. Was uns noch helfen kann, so auf physischer Ebene, es gibt einen Stein, welcher sehr gute Dienste leisten in diese Richtung, dass es Shungit. Shungitstein kommt aus Russland, aus Karelien, und das können wir vielleicht, so ein kleiner Shungitstein oder ein bisschen was Größeres, irgendwo so neben dem Kopf haben, ja, oder als Anhänger, und das kann auch so ein bisschen Hilfe schaffen. Wunderbar, Shungit, S-H-U-N-G-I-T geschrieben. Shungit, ja. Googeln Sie mal, gibt es überall zu kaufen. Genau. Schon ist eine halbe Stunde rum. Das geht ja schnell. Wunderbar. Es ist sehr schön. Ich finde auch, also ich spüre so, du ermutigst daran zu erinnern, wir alle sind göttliche Wesen, wir sind Schöpfer. Wir haben das Gute in uns. Das ist schön. Ja, es ist letztlich so einfach, wenn man wieder irgendwo
daran ja, wir wird. Sind Schöpfer, ja? Da, ja. Wir sind keine Opfer von dieser Welt, von unseren ja. Problemen. Und das müssen wir immer, immer uns ins Gedächtnis rufen. Ja? Und dann sind wir stark. Hm. Schön. Eine Frage von Inse Ingrid. Ich hoffe, ich habe es richtig gelesen. Sehr interessante Frage. Nehmen die Verstorbenen uns Lebensenergie? Ja, das kann passieren. Das kann wirklich passieren, wenn ich meinen heiligen Raum nicht schütze. Das heißt, wenn ich meine Sorgen nicht spüre, nicht in Liebe bin, bin ich außerhalb meines Körpers, meine Energie fällt. Und das ist eine Einladung für nicht-physische Wesenheiten, dass sie auch in meinen Raum eintreten können. Hier auch sollen wir wissen, dass diese Energiebesetzung durch unsere Zustimmung geschieht. Ja? Ob diese Zustimmung jetzt bewusst oder unbewusst geschieht, es ist gleich. Also irgendwie auf energetischer Ebene, auf seelischer Ebene haben wir dazu zugestimmt. Und wie können wir das wieder in Ordnung bringen, indem wir sagen oder ich sage, hier ist mein heiliger Raum, mein Körper, mein energetisches Feld, meine Aura. Und ich bestimme, dass mein Körper, mein energetisches Feld, meine Aura, meine Chakren, nur ich besitze und nur reine Liebe darf hier hinein. Alles andere darf bitte schön draußen bleiben. Und wenn man irgendwie Verdacht hat, okay, das sind vielleicht verwirrte Seelen, bitte schickt sie nicht ins Licht, wie das so üblich ist jetzt ins Esoterik. Wir wissen nicht die Pläne der Seele. Ah. Und auch die Verstorbenen haben ihren Seelenplan. Und das heißt, wenn auch jemand... Auch ihre Lernaufgaben. Genau. Und das können wir gar nicht wissen. Was? Nein, nein, nein. Und wir sollen uns nicht einmischen in den Lebensplan von jemand anderen. Wir sollen uns nur um uns kümmern. Was wir aber tun können, wenn wir das Gefühl haben, okay, die Seele leidet, was wir aber nicht wirklich wissen, ja? Wir können dann folgende sagen, liebe Universum, bitte schickt speziell ausgebildete Kräfte, ja? Es gibt ja wirklich da Seelen, die mit diesen Seelen arbeiten und die schwingen auf bestimmte Frequenz, so dass sie die auch erreichen können und vielleicht müssen sie erstmal nicht abgeholt werden. Vielleicht muss diese Seele erstmal hier noch bleiben, ihren irgendwas tun, zur Schulung kommen. Zu meinen Seminaren kommen sehr viele Verstorbene. Ich biete sie immer außerhalb von dem Schutzraum zu bleiben, welche ich jetzt für meine Seminarteilnehmer bilde, damit sie in ihrer Energie bleiben. Aber es kommen manchmal wirklich sehr viele nicht-physischen, die zahlen auch keinen Eintritt, die kommen einfach und sind da und ich sage dann so, bitte dort bleiben und oft sehr dankbar, die kommen und hören sich die Themen an und bilden sich auch weiter, auch in Jenseits können sie immer auch weiterbilden, nicht nur bei menschlichen Seminaren, es gibt ja spezielle Stelle für sie. Also, wichtig ist, dass wir erstmal um uns Gedanken machen und wenn wir wirklich gute Schwingungen in uns erschaffen und wenn da zum Beispiel jetzt Verstorbene aus der Familie sind, man macht sich dann Sorgen. Wenn du in Kraft bist, dann geht die Kraft dann auf alle weiter. Gute Gedanken sind nie verkehrt. Ja. Ja, sehr interessant. Ich meine, natürlich, es ist alles belebt. Alles sind Wesenheiten auf ganz verschiedenen Ebenen, ob körperlich oder nicht körperlich. Und das wird, glaube ich, oft falsch verstanden. Auf der einen Seite denken manche, es gibt nur Engel. Auf der anderen Seite haben viele Menschen Angst vor Besetzungen und bösen Geistern. Vielleicht dazu noch mal ein bisschen was, weil es gibt tatsächlich viele Menschen, die sich auch bei mir melden. Ich lade ja Mystica TV, kleiner Hinweis, ihr kennt es bestimmt. Und da gibt es Menschen, die haben Angst, verfolgt zu werden, besetzt zu sein. Sind das dann immer Besetzungen oder sind das oft einfach Ängste der Menschen oder wie kann man das verstehen? Doch, das sind Besetzungen, aber es gibt verschiedene Art von Besetzungen. Ah, okay. Und zwar, es gibt auch eigene Besetzungen. Das heißt, wir schaffen uns eigene innere Dämonen, die uns selbst verfolgen. So ist das. Und auch egal, welche Art von Besetzung es ist, Besetzung bedeutet, du bist nicht in dir, nicht in deinem heiligen Raum. Wenn wir zum Beispiel jetzt dieses Glas mit Wasser nehmen und sag mal, dieses Glas Wasser ist nicht ganz voll, ja? So könnten wir auch einen Mensch nehmen. Das heißt, ein Teil von dem Bewusstsein, ja, befindet sich schon hier im Jetzt, aber
noch ein größerer Teil fehlt. Fehlt? Ist unbewusst irgendwo anders vorhanden, so vielleicht? Ja, aber auch durch Gedanken, durch Projektionen, durch Groll, weil wir ständig irgendwo anders sind im Kopf. Ich verstehe, aber ich bin nicht hier, sondern ich bin irgendwo anders. So. Ja. Und dadurch erschaffe ich dann Platz. Und dieser Platz nach Gesetz des Universums wird gefühlt, es gibt keine freie Stelle. Ja. Hier kommen dann die nicht physischen Wesenheiten hinein. Aber du bestimmst durch deine innere Schwingung, was, wer, wie viel und wie stark. Wenn du natürlich auf Angst, auf Groll, auf was auch immer, Schuldzuweisung irgendwie programmiert bist, dann kommen genau solche Wesenheiten, solche Gedanken, solche Programmierungen und es wird immer mehr, mehr, mehr. Wir sollen uns gar nicht darüber kümmern, wie viel da als Besetzungen jetzt in diesem Raum ist, sondern uns darum kümmern, wie es uns geht, wo wir sind. Dass wir uns selbst in unsere Körper einatmen. Das heißt, ich besetze selbst meinen Raum mit meinem Geist, mit meinen Gedanken, mit meinen Strukturen, mit, dass ich atme mich in mich hinein, ich spüre meine Socken, ich spüre mein Becken, ich bin im Herz, ich bin hier. Schön. Und dann, und dann können Sie hier stehen und da gibt es keinen Platz, zum reinzukommen. Wunderbar. Ja. Wir sind es. Du bist es. Ich bin es. Okay, weiter mit den Fragen. Ja. Beatrix, auch eine sehr gute Frage, finde ich. Sie fragt, sich selber schützen. Kann das nicht auch heißen, dass man sich abschottet? Also sprich, diese Energie gar nicht mehr zu mir hinfließen können? Für sozusagen eine falsch verstandene Art von Schutz vielleicht, ja, sich abschotten. Genau, also bester Schutz ist, wenn man sich öffnet. Schön. Genau. Weil immer, wenn du gegen etwas bist, etwas bekämpfst, etwas befürchtest, ja, dass etwas kommt, manifestierst du es. Wenn du aber dich öffnest und sagst, ich bin hier in mir zu 100% und alles, was draußen ist, darf sein, ich nehme es an. Ja, alles darf sein, dann wird es mich nicht angreifen und ich greife niemanden an. Und dann erschaffe ich meinen heiligen Raum, in dem ich in mein Herz bin, meine Socken spüre, ich bin in mir. Und bester Schutz ist wirklich, Körper zu spüren. Und das habe ich schon vorher gesagt, diese sollte man jeden Tag machen, das ist wie Zähne putzen. Ja. Einfach sich selbst in der Früh zu besetzen. Und da passiert nichts mehr. Du gehst durch die Welt und wenn die Energien sich sind, die dir nicht gut tun, die fließen einfach durch dich, wie durchs Wasser oder wie durch Luft, weil die mit dir nicht schwingen, die resonieren nicht mit dir. Und daher kann man diese ganze Schutz ja auch vergessen. Ja, einfach bei mir sein. Schöne Frage von Nadja. Mhm. Kann ich die Schutzübungen auch für jemand anderen durchführen, zum Beispiel für meine Kinder? Ja, das ist eine sehr gute, super Frage. Wir müssen wissen, dass besonders wir Mütter sind verantwortlich für Schutz für unsere Kinder und für unsere Ehemänner, Partner. Eine Frau hat 9-mal mehr Energie als ein Mann. Echt? Das muss so sein, weil eine Frau ist eine Gebärende. Eine Frau bringt das Leben in die Welt und wenn sie nicht stark ist, dann ist der Nachkommen nicht stark. Das muss so sein. Und daher, die Frau muss es wissen und lernen, die Kraft in sich zu sammeln. Eine Frau sammelt die Kraft immer in ihre Gebärmutter. Die Gebärmutter ist der heilige Platz der Frauenenergie. Das heißt, ich spüre hier meinen Leib, ich spüre, dass hier die Energie wächst. Und besonders, wenn eine Frau lange Rock trägt, es ist ja nicht umsonst, dass früher wirklich in vielen Nationen, also Frauen lange Rock anhaben, weil gerade unter unseren Beinen diese Energie bleibt dann geschützt. Und durch diese Rock, wenn wir dann gehen, ja, fließt diese Energie in den Raum von unseren Kindern, unseren Ehemann, unsere Familie, unsere Zuhause, die Tiere. Ja? Also das heißt, wenn du dir Sorgen um dein Kind machst, besinne dich,
in deine innere Kraft, spüre deine Wärme, spüre deine Liebe, spüre diese weibliche Kraft und dann sende es bewusst an die Familie. Und es gibt ja auch so ein heilendes Ritual in Russland, oder man macht das eh intuitiv. Zum Beispiel, Mann kommt nach Hause und ihm geht es nicht gut, hat zu viel gearbeitet, und dann legt er sich hin, vielleicht sitzt die Frau auf der Couch und der Mann legt sich gerade auf den Schoß der Frau. Warum ist das so heilend? Weil hier ist die schützende Energie. Das machen auch die Kinder, ja? Die kommen dann zu Mama und die Mama gibt auch unbewusst diese weibliche schützende Energie. Und einfach, wenn ein Kind ein bisschen krank ist, geht nicht gut, einfach so ein bisschen zwischen die Beine setzen, so auf den Schoß der Mutter. Mütterliche Energie. Das Weibliche war ja auch lange ziemlich unterdrückt in unserer Gesellschaft, aber da tut sich zum Glück auch einiges. Ja, hoffe ich, ja. Das wird jetzt schön. Besser. Schön. Ja, ein wichtiges Thema, über das du auch gerne sprichst, ist ja die Ernährung, die vegane Ernährung. Petra möchte wissen, wie wichtig ist vegane Ernährung und vielleicht allgemein, warum ist die Ernährung so wichtig? Was hat sie mit unserer Lebensenergie zu tun? Ja, was essen wir, das schwingen wir dann auch, ja, weil es gibt keine Materie. Materie ist ja auch Illusion, das ist verdichtetste Form von Energie. Und die Nahrung ist es ja auch Energie. Und man muss ja schauen, welche Information bringt mir diese Nahrung. Wenn das natürlich eine tote Nahrung ist, dann kann ich nicht sehr viel Lebendigkeit in mir erwarten. Und wenn diese Nahrung getötet werden musste mit Gewalt, ja, wenn diese Nahrung, also die Tiere, die leiden, die spüren diese Angst. Und wenn wir dann Fleisch essen, das manifestiert sich dann auch in unserem Energiefeld. So, außerdem ist es auch karmisch dann, ja, karmische Verbindung, weil wir sollen nicht töten. Wir sollen wirklich nicht umbringen. Gerade in heutiger Zeit, wir haben so viel zu essen, müssen wir noch Tiere quälen und ihre Leichen dann auf den Teller legen. Also das ist so ein bisschen, ich glaube schon, lange alte Geschichte. Das ist verständlich. Aber trotzdem können wir nicht loslassen. Ja, es wäre wirklich gesünder, energetisch gesünder, geistig gesünder. Und ich meine, das schulden wir auch endlich mal die Tieren, der Mutter Erde, dass es Frieden herrscht. Und wenn man schon für Frieden betet, soll man alle Lebewesen einschließen, auch ja. Auch die, die wir heute als Nahrung sehen. Das ist ein schönes Plädoyer. Ich meine, viele Menschen machen sich da Gedanken, manche stellen die Ernährung um, andere essen zumindest schon weniger Fleisch. Das ist ja auch schon ein erster Schritt. Gibt natürlich noch Dinge, die uns wahrscheinlich noch mehr schädigen, zum Beispiel Rauchen. Ich habe ein Zitat hier von dir. Wer raucht, ist nie wirklich alleine. Was meinst du damit? Ja, weil alle Abhängigkeiten, ob Rauchen, Alkohol oder auch ich bin abhängig von Kaffee, von Zucker, von Fernsehen, von sonst irgendwelche Sachen. Du bist nicht frei. Du kannst nicht von freier Wille sprechen. Also, das heißt, gut, erste Zigarette musst du dich zwingen, zweite, dritte, also musst du wirklich nochmal dich zwingen und dann bist du schon drin. Und dann rauchst du nicht freiwillig. Dann wirst du geraucht. Also immer, wenn die Abhängigkeit da ist, ist immer diese Zwang, welche uns nicht wachsen lässt. Wir können unsere Stärke nicht leben. Wir können nicht uns erweitern, unsere sehen, wie viel Kraft wir in uns haben, weil wir ständig abhängig sind, so an der Leine zieht uns jemand und sagt, komm, mach das, komm, trink das, komm, iss das, komm, tu es, ja, und du musst das machen. Also ich sehe es so, dass alle Abhängigkeiten mit Besetzung zu tun haben und besser ist, wir werden sie jetzt los, statt später, wenn wir in Jenseits gehen, weil wenn wir in Jenseits gehen, kommen sie mit. Ja, und muss das alles im nächsten Leben transformiert werden. Ja, Abhängigkeiten gibt es ja in jeglicher Hinsicht. Manche Menschen wünschen sich ja auch von dir geheilt zu werden. Du sagst aber, und auch auf deiner Webseite sagst du, ich heile niemanden und mache keine Schmerzen weg. Das finde ich irgendwie gut. Ich helfe aber den Menschen, sich selbst zu finden und zu heilen. Ja. Und darum geht es wohl.
Ja, weil Heilung von innen entsteht und wir sind selbst für unsere Heilung verantwortlich und wir sind Schöpfer. In diesem Moment, wo ich sage, jetzt komm, mach das, heile mich, das heißt, ich habe mein ganzes Leben irgendwie mich kaputt gemacht und jetzt gehe ich, sage, jetzt mach das, repariere es. Repariere doch selbst, du hast es dir manifestiert und repariere es und dadurch wächst du ja geistig, ja, auch körperlich und darum sind wir auch geboren, zu wachsen. Schön. Ja, Anna hat noch mal eine Frage auch zu den Verstorbenen, aber in anderer Hinsicht. Sie will wissen, welche Rolle spielen unsere Ahnen in Bezug auf unsere Lebensenergie und wie kann ich ein gesundes Miteinander zwischen mir und meinen Ahnen stärken? Ja, das ist eine wunderbare Frage, weil Ahnen spielen eine sehr große Rolle. Wir müssen unsere Ahnen positiv hinter uns stellen, weil zum Beispiel, es gibt ja sehr viele therapeutische Methoden, wo in der Familie nach Fehler gesucht wird. Ständig wird dann geguckt, was alles nicht gut mein Opa, mein Uropa und was weiß ich, mein Papa gemacht hat, ja, und therapiert. Aber dadurch vergrößern wir das, was wir nicht haben wollen in uns und auch in unsere Ahnenreihe. Wir sollen uns unsere Ahnen zuwenden und einfach sie bitten darum, uns die Kraft zu schenken. Und das tun sie auch, weil in diesem Moment, wo wir auf Positive uns stellen, dann leben die Ahnen. Sie werden durch uns wieder lebendig und ihre Kraft fließt durch uns. Und wo auch immer sie sind, wenn sie schon lange nicht leben, spürt ihre Seele diese Kraft, weil die hatten was hinterlassen in mir. Und dieses Licht fließt dann weiter und dieses Licht gebe ich dann weiter. Also einfach sich vorstellen, 7 Generationen. Die hinter mir stehen, ja. Genau. Ja, die Familienaufstellung, wo man das auch ein bisschen vermittelt bekommt. Genau, ja. 7 Generationen und dann sagen willkommen oder sich vorstellen. Ich heiße es so und ich freue mich, ja, so viele Unterstützung zu haben. Ja, ich bitte um diese Unterstützung und man spürt dann die Kraft, ja, welche hinter uns sich aufbaut und diese Kraft trägt uns. Sehr starke Bild, ja, und das hat nicht mit Verstorbenen irgendwie Besetzung zu tun, das ist ganz was anderes, das ist die Liebe, die uns verbindet. Schön. Ja, der Countdown läuft. In 2 bis 3 Minuten machen wir unsere schöne Meditation. Mhm. Wir haben noch 2, 3 Fragen. Sie können sich schon mal vorbereiten, gemütlich machen, vorher noch mal ein Schlückchen trinken, wenn Sie wollen, natürlich nur Wasser. Silvia will wissen, das ist auch sicher ein Thema, was viele Menschen Sorgen macht. Warum ist mein Geldfluss blockiert? Mhm. Was kann ich da tun? Ja, erstens, da ist auch Energiefluss blockiert. Die Erdung fehlt. Also muss man schauen, dass wir die unteren Chakren wieder aktivieren. Besonders Fußchakren. Wir müssen stehen auf der Erde. Oft ist es wirklich das Thema, gerade im sogenannten spirituellen Bereich. Je spiritueller man wird, desto armer wird man. Aber es muss nicht sein. Ja. Wir können auch uns spirituell entwickeln und trotzdem in Fülle leben. Hier sollen wir erkennen, dass wir Kinder der Erde sind und wir haben Recht auf glückliches, auf freies und reiches Leben. Das ist uns geschenkt. Also hier geht es darum, dass wir uns umprogrammieren. Ich darf es. Ich darf es. Und einfach vielleicht mal weniger Nachrichten schauen, weniger Medien, weniger solche Dinge, wo man sieht, wo die Menschen arm sind, leiden, sondern sich immer wieder mal dieses Bild als Vision kreieren. Ich lebe in der Welt, wo alles gibt, ja, ich erschaffe mir selbst meine Fülle. Also Reichtum und gefüllte Geldbeutel beginnt in uns, in unseren Gedanken, in unserer Wahrnehmung, ja, in unserem Verbundensein. Schön. Ja, und ich denke auch, also wahre Spiritualität ist hier und jetzt in der Fülle leben und nicht nach oben meditieren. Man kann sich schon mal mit den ähnlichen Hierarchien beschäftigen, aber hier und jetzt wach da sein, das ist doch eigentlich. Das ist oft gerade heute, wird ein bisschen missverstanden. Spiritualität heißt Augen schließen und nach oben. Ja, wie wär's, wenn du hier und jetzt bist und spürst und meditierst mit offenen Augen und nimmst wahr, wie geht es mir dadurch?
Ja, das heißt, fokussierter im Jetzt zu bleiben. Ja? Mhm. Weil, wenn wir Augen schließen und nur alles mit geschlossenen Augen machen, heißt das, wir sind für unseren Alltag nicht vorbereitet. Hier meditieren wir, geht es uns gut, dann mache ich die Augen auf, gehe ich, muss ich putzen, muss ich einkaufen, muss mit Kindern mich beschäftigen und. Und da halte ich meine Augen nicht geschlossen. Das geht gar nicht. Ja? Also muss ich lernen, dass ich verbunden bin, in Liebe bin, meine Sorgen wahrnehme, ja, einfach in meinem heiligen Raum bin und ich bin für meine Familie da. Ich koche für sie, ich kaufe für sie ein, ich mache meinen Job, ja, und trotzdem bin ich verbunden. Das ist wahre Heiler. Ja, Heiler ist für mich jemand, der selber heil ist. Und zwar ganze Zeit, nicht nur in der Zeit der Sitzung, ja, sondern auch wirklich von in der Früh bis zum Abend, bis man schlafen geht. Schön. Wir sind alle Heiler, ne? Wenn ja. Wir das richtig sehen. Schön. Ja. Gleich ist es soweit, die Meditation. Aber vorher möchte ich noch ankündigen, also ich meine, die Zeit verging ja jetzt im Nu, wir könnten sofort noch eine Stunde füllen. Es wird eine Fortsetzung geben und da wird es gerade auch um diese Themen gehen, wo sich die Menschen wirklich Sorgen machen. Magische Angriffe, Besetzungen, die gibt es wirklich. Am 12. November 2015 das Auflösen von magischen Angriffen und Besetzungen. Was kann ich da tun? Da wirst du konkretes Wissen weitergeben. Sie können sich jetzt schon anmelden. Unten finden Sie auch einen Link bei Mystica, natürlich auch auf der Lead Lounge. Also das wird sicher nochmal sehr tiefgehend und spannend werden. Ja, das geht auch nicht nur um Auflösen, sondern primär in die Kraft zurückzukommen, in die Einheit zurückzukommen, also wirklich in die Schöpferkraft aus der Opferzustand. Und natürlich auch viele, viele Techniken, das wird mehr praktische Webinar sein, Techniken und Werkzeuge für Alltag. Wie mache ich das? Wie bringe ich mich zurück? Was passiert, wenn da etwas mich stört und so. Und das sind so sehr, sehr wichtige Themen, weil gerade so, ja, Besetzungen, schwarze Magie, da wird so viel Geschäft gemacht und die Leute werden dann mit Angst behandelt, so nach dem Motto, du bist verflucht, du bist besetzt, wenn du jetzt mir so und so viel Geld nicht gibst, dann mache ich dir diese Sitzung nicht und dann was auch immer, was passiert, ja. Und so viele Briefe bekomme ich gerade zu diesem Thema. Und ich sage, wir können uns in alle Hinsichten selbst heilen, selbst befreien. Das müssen wir immer wissen, dass wir Schöpfer sind. Und es gibt kein Problem in uns, welches auch keinen Schlüssel enthält. Ja? Und in diesem Seminar werden wir lernen, diese Schlüssel auch in uns zu finden und dann es auch zu benutzen. Ja? Weil viele haben das schon in der Hand, das heißt, sie wissen es, aber benutzen tun sie nicht. Ja? Okay, also ich werde mit dabei sein. Ich freue mich drauf. So, aber jetzt machen wir hier auch ein bisschen Praxis. Ja. Wir machen jetzt eine Meditation, Aufbau zum Energieschutz. Mhm. Vielleicht noch mal ein paar Worte, was geschieht jetzt gleich mit uns? Also ich werde mich jetzt mit meinem höheren Selbst verbinden, mit meiner Seele und dadurch verbinde ich mich mit der höheren Selbst von allen heutigen Zuschauern und von allen Menschen, die vielleicht danach diese Sendung sehen, dass auf energetischer Ebene gibt es keine Grenzen, ja, und alle, die vielleicht in 5 Jahren diese Sendung nochmal sehen, es ist auch mit ihrem Energiefeld verbunden. Und aus diesem Energiefeld werde ich channeln, jetzt diese Meditation, die kommt. Ich weiß nicht genau, wie das wird, weil ich lasse einfach durch mich fließen und ich sage nur, das Thema ist jetzt Schutz, oder wie war das nochmal? Aufbau und Energieschutz. Aufbau und Energieschutz, genau. Schön, und das gebe ich als Absicht und wir werden das erleben. Wunderbar. Herzlichen Dank auch mal an die Kollegen von der Redaktion, an den Kameras. Danke. Hat alles wunderbar funktioniert. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben sehr, sehr viele Zuschauer, das habe ich schon mitgekriegt. Mhm. Und ihr könnt übrigens auch danach kommentieren, wie hat es euch gefallen, was habt ihr noch für Fragen, welches Webinar würdet ihr euch als nächstes wünschen? Also wir sind für alles offen. Wir freuen uns, dass so viele Zuschauer da sind. Ja. Jetzt frage ich mal die Regie, wie ist so schön Regie? Ist die Musik bereit? Ich glaube schon. Regie? Ja? Die Tür öffnet sich? Ja? Cool. Okay. Dann
setze dich möglichst mit gerader Wirbelsäule hin. Und wenn du möchtest, kannst du auch deine Brille runtertun. Die brauchst du jetzt nicht. Dadurch fließt deine Energie durch deinen ganzen Körper. Und diese Energie nimmst du jetzt einfach wahr und atmest sie in dich hinein. Stelle dir vor, du atmest erstmal dich selbst in dich hinein und fühlst deinen Körper mit deiner Präsenz. Du fühlst deinen Körper mit deiner Liebe und mit deiner Wertschätzung. Spüre deine Füße. Lass deine fokussierte Absicht zu deinen Füßen fließen. Und nimm wahr, wie deine Fußchakren an deine Fußsohlen sich öffnen. Spüre diese Öffnung. Spüre, wie auch Akupunkturpunkte, Meridiane sich an deine Fußsohlen öffnen. Und jetzt kann Reinigung stattfinden. Spüre, wie dein Körper jetzt alles abgibt in die Erde hinein, was zu viel ist, was dir nicht mehr dienlich ist. Auch Toxine, die aus Stoffen oder aus Energie kommen. Und dann lasse diese Reinigung weitergehen, die geschieht von alleine. Und dann bringe deine Aufmerksamkeit zu deinem Herz. Atme in deinen Herzraum hinein und nimm wahr, wie dein Herzraum sich erweitert und die Liebe zu dir selbst fließt in jede Zelle deines Körpers, in deine Aura, in deine Welt. Und die Liebe reinigt dich, schützt, erneuert, regeneriert. Die Liebe ist die höchste Schwingung. Spüre in dich hinein. Nimm wahr, wie über deinem Kopf eine goldene Sonne aufgeht, circa halbe Meter über deinem Kopf. Das ist dein Himmelschakra. Und goldenes Licht fließt aus deinem Chakra in deinen Körper, in deine Aura und reinigt, heilt, erneuert. Du bist in dir. Du bist in deinem heiligen Raum. Du bist ein ewiges, unendliches Bewusstsein. Und diese Ewigkeit und Unendlichkeit fließt jetzt in deine Zellen hinein und programmiert deine Zellen auf die Ganzheit. Programmiert deine Zellen auf die Ewigkeit. Das bedeutet Heilung, Regeneration, Erneuerung und Entwicklung. Und nun, wenn du mit deiner geistigen Augen nach vorne schaust, siehst du, dass jetzt jemand zu dir kommt. Diese Person kommt näher und näher und du siehst, es ist ein Kind.
ein kleines Kind. Und dann erkennst du, du selbst bist es. Du selbst als Kind stehst vor dir. So öffne jetzt innerlich deine Arme und umarme das Kind. Nimm es hoch, drücke es ganz fest an dein Herz und spüre diese kleinen Körperchen in deinen Armen. Das ist dein inneres Kind, welches du jetzt hältst. Und jetzt sende aus deinem Herz deine ganze Liebe. Sage, ich liebe dich, mein Schatz. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ich beschütze dich, ich nähre dich, weil ich dich liebe. Und spüre, wie diese Liebe zu deinem inneren Kind dich vollkommen erfüllt und heilt, erneuert. Es ist Energieübertragung aus der 24. Dimension, aus der Dimension der reine bedienungslose Liebe, die Energieübertragung zu Aufbau deines Energiefeldes, zur Heilung für deinen Körper, Heilung deines energetischen Systems. Es ist Energieübertragung für deine Ganzheit und die geschieht jetzt. So nehme diese hohen Schwingungen in dich auf. Und sage dir innerlich, ich erlaube mir, jetzt und gleich heil zu sein. Ich erlaube mir, jetzt und gleich Energie der Fülle, Energie der Liebe durch mich fließen zu lassen und mein Leben zu erschaffen in Harmonie, Freude und mit viel Lust. Mit viel Hingabe und Dankbarkeit. Die Energieübertragung wird jetzt noch 10 Stunden dauern. Das ist ein Geschenk aus deinem höheren Selbst. Das ist wie eine energetische Dusche, die in konzentrierter Form aus deiner höchsten Quelle in dich hineinströmt und harmonisiert, heilt und erneuert. Und das Kind jetzt in deinen Armen, das ist ein Teil von dir. Das bist du. So atme dein inneres Kind in dein Herz. Gebe deinem inneren Kind Platz, Raum, Liebe, Sorge für dein Kind, Sorge für dich, denn du bist das Beste in deinem Leben, wichtigste Person, so ist es. Und jetzt bedanke dich bei dir selbst. Auch innerlich. Und dann entscheide dich, jetzt in den Raum zurückzukommen. Spüre,
dein Körper, bewege deine Füße, strecke dich und am besten gähne. Gähnen entspannt, Gähnen speichert die Informationen, Gähnen reinigt unsere Leber, befeuchtet unsere Augen und reinigt auch sie und bringt uns in neue Schwingung hinein. Willkommen im Leben. Dankeschön. Gerne. Dankeschön. Ihr Lieben, bleibt einfach noch ein bisschen in der Energie und wir sprechen gar nicht mehr viel. Ich danke dir, ich freue mich sehr. Ich möchte noch was dazu sagen. Diese Energieübertragung, das ist ein Geschenk. Also es kommt nicht aus mir, es ist, ich kann das nicht steuern. Das war auch so, dass gesagt wurde, 10 Stunden läuft die Energieübertragung. Das bedeutet wirklich sehr, sehr kostbare Geschenk. Und ich bitte einfach, diese Geschenk nicht unterbrechen, kaputt machen. Also besser, wir trinken keinen Alkohol in diese nächsten 10 Stunden, auch am besten kein Kaffee. Was uns gut tut in dieser Zeit, Wasser zu trinken, das vergrößert, verbessert das noch 10 Stunden. Jetzt gehen wir bald schlafen und in der Früh wachen wir auf und sind ganz neu, ja, in der Schwingung der Ganzheit. Und diese Schwingung können wir uns immer wieder selbst erschaffen. Es leben, es bewahren. Nur, wenn wir uns darauf fokussieren, weil wir geistige, göttliche Wesen sind. Schön. Danke nochmal. Es war schön, das zu erleben. Gerne. Ja, wie gesagt, wenn ihr wollt, 12. November gibt es einen Teil 2. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Alles Gute. Danke, Lumira. Danke, Thomas. Hat mir Spaß gemacht. Kann ich bestätigen. Und ich bin auch berührt. Also das ist ein Geschenk für uns alle, was du uns hier gegeben hast. Freut mich, ja. Alles Gute und vielleicht bis bald. Alles Gute. Ciao. Tschüss.